meinem 200er angekommen. Dabei war das mit der FS Music 100 Jubiläumsshow doch erst gestern, so vom Gefühl her. Und ich mache diese Sendung ja mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Gefühl. Ja, manchmal natürlich auch mit Fakten, mit knallharten Fakten, aber immer auch mit Gefühl. Aber reden wir nicht nur von mir, reden wir mal auch über Sie. Wie finden Sie mich denn? Scherz? Nein, Sie sind ja so ein Wutbürger oder so eine Wutbürgerin, nicht wahr? Man muss das ja immer mitdenken. Wutbürger, Wutbürgerin. Frauen müssen ja in der öffentlichen Rede mitbedacht werden und auch mitartikuliert werden. Außer man ist bei der Piratenpartei natürlich. Haben Sie das gehört? Die sind jetzt mit 15 Abgeordneten ins Berliner Landesparlament eingezogen. Glück haben Sie auch noch gehabt, weil 15 Kandidaten haben Sie aufgestellt und 15 Mandate haben Sie gekriegt. Ein paar Prozent mehr und die hätten leere Stühle reintragen müssen ins Abgeordnetenhaus oder was immer man tut, wenn eine Partei mehr Mandate kriegt, als sie Kandidaten aufgestellt hat, was weiß ich, was man dann tut. Aber wie auch immer, die haben also 15 Kandidaten aufgestellt, also eigentlich, um das ganz korrekt zu sagen, 14 Kandidaten und eine Kandidatin, eine Frau. Und da wurde einer von diesen 14 Nerds, die es da ins Parlament geschafft haben, gefragt, warum nur eine Frau auf der Liste der Piraten drauf ist. Und da hat er gesagt, wir Piraten, wir haben ja gar nichts gegen Frauen. Er persönlich hat er gesagt, er findet Frauen nett. Nett, hat er gesagt. Und Österreich hat ja auch eine Piratenpartei und da ist sogar eine Frau Vorsitzende davon. Und die hat hier auf Standard.at diese Woche ein Interview gegeben und da hat sie gesagt, wofür die Piratenpartei steht. Und ich will Ihnen das vorlesen. Demokratie, Transparenz, Netze, Bildung, Stadtentwicklung, Verkehr und öffentlicher Personennahverkehr, Bürgerrechte und Innenpolitik mit Asyl- und Immigrationspolitik, Suchtpolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Geschlechter- und Familienpolitik, Staat und Religion, Kunst- und Kulturpolitik. Super, dafür steht also die Piratenpartei. Welche Position genau zu Demokratie, Transparenz, Geschlechter und Religion und was weiß ich was die Partei jetzt hat, das darf ich mir selber ausdenken. Ich meine, muss man ja nicht dazu sagen in einem Interview. Ich meine, die sind wahrscheinlich für Bürgerbeteiligung. Die Bürger müssen sich schon ein bisschen beteiligen, wenn sie verstehen wollen, was die Piraten jetzt genau meinen. Ich meine, die Bürger sind halt so bequem, die wollen Interviews lesen und dann gleich verstehen, was der Interviewte so gemeint hat. Aber so einfach ist das nicht. Ein bisschen Partizipationsbereitschaft muss man schon voraussetzen beim engagierten Wutbürger. Ha, und jetzt habe ich meinen Bogen wieder zurückgefunden. Wutbürger und Wutbürgerin, das sind doch Sie. Ja, Sie. Wir Österreicher überhaupt. Ja, ein. Ja, aus beschäftigen wir uns mit der Niedertracht. Oder besser, die Niedertracht beschäftigt sich mit uns, die hält uns auf Trab. Meistens kommt sie im Niedertrachten-Janker daher. Im Niedertrachten-Janker geht man hierzulande auf die Jagd und bei der Jagd schmiedet man niederträchtige Pläne. Und man feilt sie dann aus im Jägerstüberl, im Keller der Großbank. Bei uns sind Niedertracht und Jagd eng verbunden, aber auch Niedertracht und Kellerstüberl. Das Verbrechen und der Keller, die sind bei uns eng miteinander verbunden. Nicht nur die Sexualverbrechen, sondern auch die Wirtschaftsverbrechen. Das ist interessant. In den großen globalen Metropolen werden doch, so stelle ich mir das zumindest vor, die Verbrechen im 56. Stockwerk von Wolkenkratzern ausgeheckt. Bei uns im Keller von der Großbank. Deswegen vielleicht haben bei uns die Verbrecher auch sowas Gedrücktes. Ihnen fehlt die Weltläufigkeit, der Schick. Anderswo machen die Verbrecher doch wenigstens ästhetisch oder lebenskulturell etwas her. Aber bei uns Kniehosen und Trachtenjanker, Niedertrachtenjanker. Vielleicht hängen deshalb die Österreicher so oder sind so gehangen an dem Karl-Heinz Grasser, weil er ästhetisch die Korruption wenigstens auf Weltniveau gehoben hat. Und geben Sie es zu, das geht Ihnen doch auch auf den Keks. Dass man uns für dumm verkauft. Oder dass man von so Leuten regiert wird wie dieser Fekter, dieser Lady Gaga aus Adnang Buchheim. Die sagt erst, dass die Leute die Banken kritisieren, weil sie das Finanzsystem an die Wand gefahren haben und dass wir dann mit unserem Steuergeld diese Todelbanker retten müssen und dass man vielleicht auch überlegt, die Vermögenden mit einer Vermögensteuer von 0,7 oder 0,5% am Steueraufkommen zu beteiligen. Das ist die Schaffung von Feindbildern und das hatten wir schon mal. Das ist ja wie mit den Juden und dem Antisemitismus. Also ich persönlich, ich finde ja, dass das schon ein bisschen schlimmer war
mit den Nürnberger Gesetzen und der Holocaust sowieso. Ich meine, das war schon ein bisschen schlimmer. Da standen schon ärgere Sachen drin in den Nürnberger Gesetzen als Steuersätze von 0,7 oder 0,5%. Aber das hat die Fekta dann ja eh auch eingesehen und sich entschuldigt. Nicht ganz shortly, aber auch nicht ganz without von Delay, aber immerhin. Der Spindlecker, der hat ja das ja auch nahegelegt in der Pressestunde vergangene Woche. Haben Sie die gesehen? Das war wirklich eine der Glanzstunden politischer Kommunikation. Und da wurde der Spindlecker auch über Vermögenssteuern befragt. Und da hat er gesagt, na, da ist er dagegen, weil wenn ein Kind in der Schule ganz tolle Buntstifte hat und ein anderes Kind hat nicht so tolle Buntstifte, dann wird die Lehrerin ja auch nicht sagen, dem mit den tollen Buntstiften werden ein paar Stifte abgenommen und der andere kriegt sie. Sehen Sie, das finde ich toll. Da redet endlich einmal ein Politiker in einer Sprache, die die Leute verstehen, sodass sie auch komplexe ökonomische Zusammenhänge verstehen und auch schwierige makroökonomische Fragen begreifen können. Wobei, vielleicht wäre es besser, wenn wir diese greifbare, metaphorische Sprache noch ausfeilen, um sie noch ein bisschen tauglicher zu machen, um unsere Wirklichkeit zu verstehen, unsere Verteilungswirklichkeit und unsere ökonomische Wirklichkeit. Und unsere Verteilungswirklichkeit ist so. Stellen wir uns eine Schulklasse vor, da sind 10 Kinder drin. Und in dieser Schulklasse hat im Durchschnitt jedes Kind 10 Buntstifte. Ist doch okay, 10 Buntstifte für jedes Kind. Halt leider nur im Durchschnitt. Konkret sieht das so aus, dass das erste, das zweite, das dritte und das vierte Kind überhaupt keinen Buntstift hat. Keinen einzigen. Das fünfte Kind, das hat immerhin 2 Buntstifte. Und das sechste hat 5 und das siebte hat 8. Und das achte, das ist das erste, das wirklich 10 Buntstifte hat, also den Durchschnittswert. Und das neunte, das hat dann 14 Buntstifte. Und das zehnte Kind, das ist das einzige mit wirklich ganz vielen Buntstiften. Das besitzt von den 100 Buntstiften aus der ganzen Klasse 61 Buntstifte. Ganz allein für sich allein. Ganz für sich allein 61 Buntstifte. So ist in Österreich die Verteilungswirklichkeit. Und da sagt ja auch niemand, dieses Kind soll ein paar seiner Buntstifte abgeben. Also zumindest der Michi von der ÖVP, der sagt das nicht. Und der Wernerle von der SPÖ, der sagt, das Kind soll 0,7 seiner Buntstifte abgeben. Und ich habe mir das ausgerechnet, von 61 Buntstiften, da wären 1% 0,61 Buntstifte und 0,7%, das wären also rund 0,42 Buntstifte. Und 0,42 Buntstifte abgeben, das wäre viel zu viel verlangt für das Kind mit den 61 Buntstiften. Es sei denn, das Kind heißt Warren Buffett oder Hans-Peter Haselsteiner. Die sagen ja, geh, ich würde gern ein paar Buntstifte abgeben. Nicht bloß 0,4, nehmt's 5 oder 6 gleich, weil mit 0,4 Buntstiften, da kann man doch nichts anfangen. Aber der Michi, der sagt, nein, viel zu viel, weil die Buntstifte, die sind ja Eigentum. Und außerdem, wenn man diese 0,4 Buntstifte dem wegnehmen würde, dann könnten doch die 4 Kinder, die keine Buntstifte haben, mit diesen 0,4 Buntstiften eh nichts anfangen. Was würde das denen denn bringen? Den Buntstift, diesen weniger als einen halben Buntstift, ja, also 0,4, circa so, ja. Also diesen Buntstift, den müsste man dann ja auf 4 aufteilen. Und was bleibt denn dann noch über? Dann kriegt ja jeder nur 0,1 Buntstift. Also bei einem Buntstift von einer durchschnittlichen Länge von 13 cm ergibt das einen Buntstiftstummel von 13 mm. Da kann doch keiner malen damit. Ich habe mir das ausgerechnet. Und hat er da nicht recht? Man würde diesen Buben mit den 61 Buntstiften 5 cm wegnehmen und die Buben und Mädchen ohne Buntstifte würden 13 mm kriegen. Also das ist zugleich zu viel und zu wenig. Zu viel an Enteignung auf der einen Seite, aber zu wenig an Umverteilung auf der anderen Seite. Zu viel und zu wenig zugleich. Und da kommen wir, Sie merken es, schon in die Sphären der höheren Mathematik. Minus mal Minus gibt Plus, zu viel und zu wenig gibt Null, Zero, Steuersatz Null, Niente, das Spindeleckersche Theorem, das totale Null-Theorem, versteht doch jedes Kind. Wobei, jetzt stellen wir uns mal vor, dass Buntstifte nicht nur Gebrauchsgegenstände sind, sondern auch Zahlungsmittel. Und das Kind mit den 61 Buntstiften, das ist total geschäftstüchtig und verkauft Radiergummis im Austausch gegen Buntstifte. Viel Geschäft wird das Kind aber nicht machen in der Klasse. Bei der Verteilungswirklichkeit in der Klasse würde das Wirtschaftsleben ganz schnell zum Stillstand kommen. Der kann seine Buntstifte horten, bis sie schimmelig werden.
Und deshalb hat sich das Kind mit den 61 Buntstiften jetzt was anderes ausgedacht. Es verkauft die Radiergummis an Kinder ohne Buntstifte. Die müssen dann die Radiergummis irgendwann mal zurückgeben und Zinsen zahlen. Und ja, wie können Sie das denn, fragen Sie sich jetzt. Das können die eh nicht, aber das Kind mit den 61 Buntstiften, das hat jetzt eine total tolle Innovation gemacht. Hat die Kinder ohne Buntstifte Schuldscheine unterschreiben lassen und begonnen mit den Schuldscheinen zu handeln. Die Kinder mit den 5 oder 7 oder 8 Buntstiften, die haben ihm die Buntstifte gegeben und dafür die Schuldscheine gekriegt, sogar mit Aufschlag. Also vielleicht sogar 2 Schuldscheine für einen Buntstift, damit sie auch ein Geschäft machen. Und irgendwann, wenn der Schwindel auffliegt, dann hat der eine alle Buntstifte und die anderen haben alle keine Buntstifte mehr, sondern höchstens Schuldscheine oder Radiergummis. Und wie genau das ablief, das fragen Sie mich jetzt nicht, das ist vielleicht ein bisschen gar kompliziert, aber so läuft das ab oder so ähnlich. Und das ist doch viel wirklichkeitsnäher und auch viel aufregender als dem Spindelegger sein Beispiel mit dem Schüler mit den tollen Buntstiften und dem mit weniger tollen Buntstiften. Finden Sie nicht auch? Ah ja, Wutbürger. Sie sind ja auch ein Wutbürger, nicht? So wie ich oder Wutbürgerin, es sei denn, Sie sind bei der Piratenpartei. Dann sind Sie höchstens eine nette Wutbürgerin. Gibt es das eigentlich, eine nette Wutbürgerin? Na egal, meine These ist ja, Wutbürgerschaft speist sich primär daraus, von der Politik für dumm verkauft zu werden. Ich meine, es gibt Probleme, klar. Und niemand sagt, dass die Politik die bis nächsten Donnerstag um 9 gelöst haben muss. Kann die nicht. Wissen wir schon. Und man kann auch unterschiedliche Auffassungen zu den verschiedensten Problemen haben. Der Herr Spindelegger kann ja die Auffassung vertreten, dass man nur laufende Einkommen besteuern soll und nicht bereits akkumulierte Vermögen. Finde ich zwar nicht und ich glaube, ich habe gute Argumente dafür, das nicht zu finden. Oder er kann auch sagen, dass das verdammt schwer ist, akkumulierte Finanzvermögen zu besteuern, wenn es Bankgeheimnis gibt und Globalisierung. Und was macht man mit dem Auf und Ab virtueller Vermögen, die heute 10 Millionen wert sind und morgen 14 und übermorgen nur mehr 8, je nachdem, wie es geht mit der Berg- und Talfahrt an den Börsen. Oder er kann meinetwegen auch sagen, dass das doch gar nicht so viel bringt, wenn die obersten 10% der Vermögensbesitzer 230 Milliarden Euro besitzen und dann macht man eine Steuer von 0,7%, dann bringt das 2 Milliarden jährlich maximal. Und wenn man bedenkt, dass die auch noch schummeln werden, dann bringt es vielleicht 1 Milliarde. So zu tun, als wären dann alle Defizitprobleme gelöst, das ist lächerlich. Dann pfeifen wir immer noch aus vielen Löchern. Das kann man alles sagen. Und man kann über all diese Fragen seriös diskutieren. Aber dass man uns mit depperten Metaphern aus der Dorfschule kommt und glaubt, wir sind so deppert, das regt uns Wutbürger doch am meisten auf. Und dann sitzen da 2 Journalisten und die müssen sich das von dem Herrn Spindelegger ins Gesicht sagen lassen, diesen Blödsinn. Und man wünscht sich, man träumt davon, dass dem Spindelegger oder wem auch immer, welchen Politiker auch immer, ist ja nur ein Beispiel in dem Fall, dem Spindelegger ins Wort fällt, wenn der sagt, wenn der eine mit den schönen Buntstiften, das sagt die Lehrerin doch auch nicht, dass der dem ins Wort fällt und sagt, Herr Spindelegger, wir 3 sind erwachsene Leute an diesem Tisch. Wir 3 sind alle nicht ganz blöd. Wir haben Ihnen eine ernsthafte Frage gestellt. Könnten Sie bitte auch ernsthaft antworten? Ist das zu viel verlangt von einem Vizekanzler, dass er auf seriöse Fragen seriös antwortet, dass er zumindest ein intellektuelles Mindestniveau hält? Eines, das man bei jedem Maturanten voraussetzen würde, weil mit so depperten Schmähs kommt man nämlich nicht durch die Matura. Nicht einmal bei Lehrern wie dem Herrn Neugebauer. Oh, das wäre schön, wenn jemand mal sowas sagen würde. So wie der Josef Ostermeier, dieser Medienstaatssekretär, der war vergangene Woche in der Zeit im Bild 2. Und ich war schon sehr müde und bin im Bett gelegen und bin fast weggedöst. Und dann hat der Ostermeier, als man ihn über die schwindliche Inseratenpolitik von Faymann befragt hat, geantwortet. Herr Wolf, hat er gesagt, ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, ja, wir haben drauf gedrängt, diese Inserate in Krone und News und was weiß ich wo zu schalten, weil wir uns einbilden, dann werden die freundlich über uns schreiben und die ÖBB, die haben das bezahlt und glauben Sie mir, drängen haben wir da nicht wirklich viel müssen, weil der Herr Huber, der damalige Bahnchef, das war einer von diesen ÖVP-FPÖ-Habschis, die während Schwarz-Blau intronisiert worden sind, um den Staat auszuplündern und der hat sich gedacht, wenn er uns jetzt ein paar Gefallen tut, dann werden wir seinen Vertrag verlängern, haben wir eh nicht gemacht und Sie können finden, dass das unsauber ist und dass wir mit dem Boulevard
Backeln. Und ich finde, wir backeln nicht, weil mit denen kann man eh nicht backeln. Aber wenn ich sagen würde, es ist uns nicht wichtig, wie die über uns schreiben, dann wäre das gelogen und das täten sie mir doch eh nicht glauben, Herr Wolf. Und ihre Zuschauer täten mir das auch nicht glauben. Also klar wollen wir uns die gewogen stimmen und nennen sie das halb korrupt, wenn sie wollen, Herr Wolf. Und auch in unserer Partei finden viele, dass das halb korrupt und schmierig ist und wir haben das jetzt auch eingesehen und deswegen werden wir damit jetzt aufhören. Wir wollen eine Regierung der sauberen Hände und wir sind viel sauberer als die anderen, aber wir können auch noch sauberer werden. Wir haben das begriffen und es fällt uns ja auch nicht schwer, das zu begreifen, weil wir haben das Geld ja nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet. Es ist uns ja darum gegangen, uns freundliche Berichterstattung zu kaufen, damit wir ein paar mehr Stimmen kriegen. Aber das ist natürlich ein Blödsinn und das haben wir jetzt auch eingesehen. Weil wenn wir sauber regieren und wenn die Leute sehen, wir sind unbestechlich, und wir verbiegen uns auch nicht vor der Krone und sonst wo. Und wir bedienen uns nicht aus den Staatskassen. Dann werden wir viel mehr Stimmen kriegen. So viel können wir uns mit Inseratendeals mit der Krone gar nicht zusammenkaufen. Also das haben wir eingesehen. Aber eines muss ich schon noch sagen, Herr Wolf. Wenn man jetzt hergeht und stellt unsere fragwürdigen Inseratendeals mit den Raubzügen auf eine Stufe, die werden rein schwarz-blau stattgefunden haben, mit diesen zig hundert Millionen, die in privaten Kanälen verschwunden sind, dann muss ich schon sagen, was soll das? Was ist das für ein deppertes Ablenkungsmanöver? Was ist das für eine Nebelgranate, die da gezündet wird, Herr Wolf? Ja, das hat er gesagt. Und er war plötzlich überzeugend, weil man gemerkt hat, der meint das ernst. Da sagt einer, was er wirklich meint. Und dann bin ich aufgewacht und habe festgestellt, das habe ich nur geträumt. In Wirklichkeit hat der Folgendes gesagt. Es hat hunderte Gespräche gegeben. Wir haben damals einen Rahmenplan erarbeiten müssen. Wir haben über die Struktur des Unternehmens geredet. Wir haben über die Zukunft der ÖBB geredet. Wir haben natürlich auch über das Image der ÖBB geredet. Wie kann man das Image der ÖBB verbessern? Und bei diesen Gesprächen ist auch die Frage diskutiert worden, was kann die ÖBB dafür tun? Darüber ist bestimmt auch geredet worden. Daher kann ich nur sagen, dass wir über die verschiedensten Varianten diskutiert haben. Mensch, der Ostermann. Ein so kluger und auch freundlicher Mensch. Und übrigens auch ein so bescheidener Mensch. Wann immer ich dem begegnet bin, war ich von dem sehr positiv überrascht. Ja, echt. Ich meine, wie ich dem noch nicht gekannt habe, sondern nur, was man halt so liest, habe ich mir das gedacht, was Sie sich vielleicht auch denken, dass das der schmierige Rasputin vom Feimann halt ist. Aber dann war ich echt immer positiv überrascht von dem. Der ist ernsthaft und sympathisch. Und dann hat er ja auch noch etwas geschafft, woran selbst der Bruno Kreisky gescheitert ist, nämlich endlich die Ortstafelfrage zu lösen, was ja eine fast übermenschliche Leistung ist. Also der ist der Einzige in der heutigen Regierungskonstellation unter all diesen Regierungspolitikern, der schon so etwas wie eine historische Leistung erbracht hat. Und dann stammelt er so daher. Und warum? Weil er Geschichten erzählt, die er selber nicht glaubt. Weil er Geschichten erzählt, von denen er weiß, kein Mensch glaubt sie. Und weil er irgendwas daherredet. Es hat richtig körperlich wehgetan, sich das anzuschauen. Und da sage ich, es ist nicht so, dass man immer alles sagen muss, was man weiß. Aber man soll schon immer wissen, was man redet. Und beim ORF-Kundendienst hat während der Sendung jemand angerufen und gesagt, er ist dafür, dass der Armin Wolf seine Gäste schlagen darf, wenn sie lügen. Die im Callcenter des ORF haben das eigentümlicherweise als positive Reaktion zur Sendung verbucht. So sieht das positive Denken in Österreich aus. In einem Land, wo das das Positive ist, da will ich das Negative gar nicht erst kennenlernen. Und ich weiß schon, Sie. Sie sind ja ein Wutbürger oder eine Wutbürgerin. Sie regen sich ja über alles auf. Wenn einer nicht ganz so spurt, wie Sie wollen, dann ist es gleich der depperte Politiker, der Unfähige, der Korrupte. Aber Sie machen es sich natürlich leicht, sitzen da erste Reihe fußfrei und käppeln raus aufs Spielfeld. Aber selber was machen, irgendwo mitmachen, damit es irgendwie besser wird, dass man schaut, dass es besser läuft, das würden Sie natürlich nicht machen. Sie wissen ja schon vorher, dass das eh nichts nützt und eh nichts bringt. Und außerdem wäre das ja Arbeit. Und unbequem und zeitaufwendig. Und da gibt es ja dann nicht mehr genug Zeit, um einen Caipirinha zu trinken, gell? Und wir sind ja das so schön gewohnt. Wenn wir ein neues Smartphone wollen, dann gehen wir in einen Laden
Und da haben sie ganz schöne für uns zusammengeschraubt, die Firmen. Und wir suchen uns dann das aus, das uns am besten gefällt. Und in der Politik, da hätten wir das natürlich auch gern. So ein Regal, da liegen die politischen Angebote drin und wir brauchen uns nur das auszusuchen, was uns am besten gefällt. Schön designt, intelligentes Produkt, das hätten wir glatt kaufen. Und morgen beklagen wir uns wieder über den Konsum. Stattdessen stellen Sie sich hin und sagen in ergriffenem Tremolo, dass Sie es satt haben. Und dann sehen Sie auf, was Sie alles satt haben, dass sich alles ums Geld dreht, die Umweltverschmutzung, dass die Politiker so deppert sind oder dass sie sich von den Firmenbossen kaufen lassen und der Streik auf den Straßen und dass die Straßenbahn so selten kommt oder dass sie gar nicht kommt und ausfällt, wenn der erste Schnee liegt und dass die Kinder nicht mehr grüßen in der Straßenbahn oder dass die Jugend so angepasst ist, die wollen nicht mehr rebellieren und aufmucken. Früher war das ganz anders, viel besser, was da früher in unserer Zeit, ach, was ihnen nicht alles auffällt und einfällt, worüber sie sich aufregen können, was sie so schrecklich finden. Und dann lehnen sie sich wieder ganz deprimiert zurück. Ja, sie. Oder sie verharren im Zustand der Dauerempörung. Ist Ihnen schon aufgefallen, dieser neue Charaktertyp, den man jetzt gelegentlich trifft, den des dauerempörten Rentners und der dauerempörten Rentnerin? Leute, die sind mainstreamig und sehr angepasst und brav durchs Berufsleben geglitten und aufgestiegen und dann wurden sie pensioniert und plötzlich Rebellen. Statt auf die Enkelten aufpassen, empörte Regenschwingungen. Ist ja sympathisch, ist ja super, aber irgendwie auch eigenartig. Finden Sie nicht auch? Diese Dauerempörung ist schon auch ein bisschen anstrengend, finden Sie nicht? Ich meine, ein bisschen praktisch denken, ein bisschen realistisch denken und dazu sagen und dazu denken, wie das denn eigentlich gehen kann, was besser zu machen unter den gegebenen Umständen, weil die Umstände sind nun mal die gegebenen Umstände, praktisch und konkret und bitte auch eine Prise nüchterner vielleicht mal und eine Prise weniger empört. Das kann ja auch nicht so schlecht klingen, so unter Sound-Gesichtspunkten. Ihr käppelt ja nur, sagen uns die Politiker. Jammert's, dass wir keinen hochkommen lassen, aber das ist ja nicht wahr. Ist ja nicht so, dass hier Schlange vor unseren Türen steht. Aber andererseits verlangen wir Unmögliches. Wir verlangen doch nichts Unmögliches. Ja klar, wir sind ein bisschen faul. Und wenn 100.000 Nörgler aufhören würden zu nörgeln und reingehen würden in diese Parteien, dann würden diese Parteien auch anders aussehen. Da haben Sie schon recht damit, mit diesem Punkt, dass Sie den Ball zu uns zurückspielen. Aber Sie haben auch nicht recht damit, weil besonders nachdrücklich einladen tun Sie uns ja nicht. Und andererseits, selbst wenn wir das nicht machen, es hindert Sie doch niemand daran, vernünftige Politik zu machen. Und damit meine ich zu sagen, wo Sie hinwollen in den nächsten 10 Jahren, zu sagen, was schlecht läuft und was man ändern kann. Und ernsthaft, nicht so sloganhaft. Ich meine, das würde mir doch einfallen, wenn ich 15 Minuten nachdenken würde. Nur höhere Steuern auf Vermögen und auf höhere Einkommen und auch höhere Steuern auf Immobilien, Grundsteuer. Dafür Reduktion von Einkommenssteuern auf mittlere und niedrigere Einkommen. Dann eine große gesellschaftliche Initiative zur Modernisierung unserer Arbeitswelt, damit noch mehr Leute als heute schon das Gefühl haben, dass sie eine sinnvolle Arbeit machen und dass ihnen die Spaß macht. Dann kann man nämlich in 10, 15 Jahren das Renteneintrittsalter ganz leicht erhöhen, wenn die Leute eh Spaß haben im Job und wenn sie eh kein wissen, dass es keinen Spaß macht, zum alten Eisen zu gehören. Weil dann kann man natürlich auch bei den Sozialversicherungen Geld sparen. Weil das sind ja die großen Brocken. Und massiv investieren ins Schulsystem, Kindergärten, Volksschulen, damit wirklich Bildungsgerechtigkeit Einzug hält. Wenn wir das hinkriegen, können wir meinetwegen auch Studiengebühren einführen. Weil Bildungsgerechtigkeit bei Kleinkindern hat natürlich viel positivere Auswirkungen als gratis Hochschulzugang bei schon 20-Jährigen. So kann man über 100 Punkte nachdenken und dann kommt man auf ein Paket von 100 Dingen, die meiner Meinung nach getan werden müssen. Und meinetwegen kommt ein anderer auf andere 100 Punkte. Und wenn ich als Politiker mit solch einem vernünftigen Programm in die Wahl gehe, dann kann ich auch sagen, wenn ihr mich wählt, dann werde ich versuchen, das umzusetzen. Und wenn mich viele von euch wählen, dann werde ich viel umsetzen. Und wenn mich nur 30% von euch wählen, dann braucht es euch aber auch nicht wundern, wenn ich nur die Hälfte umsetzen kann. Dann bin ich nämlich kein Umfaller, weil dann muss ich eben Kompromisse machen, weil ich einen Koalitionspartner brauche. Ihr könnt mir doch die Kompromisse nicht vorwerfen, wenn ihr mir nur 29% oder 30% der Stimmen gebt. Hättet ihr mir halt mehr gewählt, dann gäbe es weniger Kompromisse, ist doch klar. Und wenn man so mit den Leuten redet, wenn man so mit uns reden würde, dann wären wir doch zufrieden. Dann würden wir von den 100 Punkten vielleicht auch 30
diskussionswürdig oder sogar fragwürdig finden, aber wir würden nie sagen, der führt uns an der Nase rum oder der ist unernsthaft. Man muss ja nicht immer hundertprozentig einer Meinung sein, weil man will, dass jemand ernsthaft ist und es seriös meint und dass man uns nicht immer deppert kommt, weil das macht uns fuchsig, wenn man uns deppert kommt und so tut, als dürfte man mit den Bürgern nicht ernsthaft reden, als dürfte man denen nicht die Wahrheit sagen, weil die Bürger sind naive, undankbare Kleinkinder, die wählen einem nur, wenn man ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, aber wenn man mit ihnen ernsthaft redet und ihnen die Wahrheit sagt, dann wählen sie einen nicht. Die sind so deppert, dass sie glauben, dass wir so deppert sind, dass man uns deppert kommen kann. Kann man aber nicht, weil irgendwann einmal machen wir eine nasse Fetzen-Demo und dann jagen wir die mit nassen Fetzen zum Teufel. Stellen wir uns das mal vor, 50.000 Menschen am Ballhausplatz und alle haben so Kopftücher wie die Putzfrauen im Fernsehen, in den Fernsehserien und alle haben einen großen nassen Fetzen in der Hand. So einen Putzfetzen. Saubermacher-Demo. Das wäre ein Bild, das hätte mir gefallen. Und jetzt soll ich schon sagen, was? Aufruf zur Gewalt? Mit nassen Fetzen? Gewählte Politiker? Undemokratisch. Aber ja, sage ich da, es geht mir ja nur um das Bild. Stellen Sie sich das vor. Tausende mit nassen Fetzen. Nur symbolisch, wegen dem Bild, dem Foto, dem Kameraschwenk in der ZIP 1. Bei uns in Österreich geht es doch immer nur um das Bild, nie um die Substanz. Das müssten Sie doch schon längst wissen, um die Inszenierung, um den flüchtigen Augenblick des theatralischen Momentes, doch nie um irgendetwas über den Moment hinaus. Wir sind ein barockes Völkchen, das ist unsere Stärke und in der globalen Medienwelt ist unsere Stärke plötzlich Avantgarde. Da zählt überall nur das Bild, nicht mehr nur bei uns. Und so ein Bild, das täte mir gefallen, so ein Moment des Zeichenhaften, dass wir aufhören, all die Dinge hinzunehmen. Ich meine, was wir alles hinnehmen. Da haben diese Finanzmarktdeppen unser System an die Wand gefahren, sodass die Staaten sie retten mussten. Die Staaten mussten sich ungemein verschulden, um die Banken und Fonds und damit auch die Besitzer großer Vermögen zu retten. Und es ist ja übrigens in Ordnung. Man hat das ja nicht getan, um die Vermögenden zu retten, sondern um das System zu retten. Die Rettung der Vermögenden war ja sozusagen nur der Nebeneffekt. So, und die Staaten mussten sich verschulden. Aber was heißt das denn? Dass sie sich Geld leihen von den Banken, den Fonds, den Vermögenden. Und jetzt zahlen sie Zinsen und wachsende Zinsen. Das heißt, für die Rettung von deren Vermögen zahlen wir uns auch noch Zinsen, sodass deren Vermögen noch weiter wachsen, während unsere Einkommen sinken, weil der Staat sparen muss und mehr Steuern einheben muss. Und statt, dass sie Danke sagen, spekulieren sie jetzt noch gegen Staaten und auf den Bankrott von Staaten. Und die Ratingagenturen, die keiner braucht, die schütten auch nochmal Öl ins Feuer. Und wissen Sie, warum die so heißen, die Ratingagenturen? Na, weil sie raten. Rating, raten, steckt doch schon im Namen drinnen. Wobei, das stimmt ja so auch wieder nicht. Die Ratingagenturen werden ja von den Banken, die die Wertpapiere herausgeben, bezahlt für die Bewertung von den Papieren. Die Bank sagt, Herr Standard & Poor's, wir haben da so ein Derivat, hätten wir gerne ein Rating, wir zahlen dir $100.000 für ein Rating. Und Standard & Poor's sagt, dann klar, AAA, gern geschehen. Also das ist das korrupteste Geschäft der Welt. Und die bewerten jetzt auch Staatsanleihen von Staaten, obwohl sie von den Staaten gar nicht bezahlt werden. Das ist also sowas wie eine Gratis-Dienstleistung. Die machen das sozusagen aus Nettigkeit. Nebenher eine gemeinnützige Gratisarbeit gewissermaßen. Das ist aber lieb von denen. Also denen, die nicht auch kommen mit meinen nassen Fetzen. Aber hallo, das können Sie mir glauben, damit mal Schluss ist mit diesen kostspieligen Nettigkeiten von denen. Wir schauen einfach zu. Wir lassen uns das einfach gefallen. Statt dass Millionen Europäer in jeder Hauptstadt vor den Bankhäusern aufmarschieren mit ihren nassen Fetzen, das müsste man machen. Denen ordentlich Angst machen. Dann wäre schwupp im Handumdrehen. Alles anders. Und was macht der Spindelecker? Der will jetzt Leistung in den Mittelpunkt stellen. Leistung, dass man Leistung hochhalten soll. Weil wenn die Linken von Leistung reden, dann meinen die ja Transferleistung, hat sein Generalsekretär der Kopf gesagt. Oder ist das der Fraktionschef? Der Generalsekretär, der heißt ja Rauch oder Rausch. Aber vielleicht hat es ja auch der gesagt. Man kann das ja nie auseinanderhalten. Sind ja so tolle
Charakterköpfe, die man sich sofort einprägt, nicht wahr? Diese Selbsthilfegruppe anonymer Politiker, jeden Tag im Fernsehen und man ist außerstande, sie sich zu merken. Also für Leistung sind die. Ich frage mich immer, ob die wirklich glauben, dass das irgendjemand beeindruckt, wenn sie so einen Slogan irgendwo hinpappen, von dem jeder weiß, der hat nichts mit dem eigenen Funktionieren von denen zu tun. Ich meine, wenn es nach Leistung ginge, dann wäre die Fekta doch höchstens Portier im Finanzministerium. Und ich meine, nichts gegen Portiere, also ich wollte da jetzt niemanden beleidigen jetzt. Es gibt sicher ordentliche Portiere und es ist ein verantwortungsvoller Job, der Job des Portiers. Also verstehen Sie mich da jetzt nicht falsch. Also eine Partei, die gerade eine Regierung geführt hat, in der Geld einfach so verteilt wurde, sodass die heute nicht mehr wissen, die Profiteure, wo war meine Leistung, die von lauter mediokren Gestalten geführt wird, die alles Mögliche an diese Position gebracht hat, aber sicher nicht Leistung. Ich meine, ich bin sehr für Leistung. Mich machen Leute nervös, die ihre Sache schlecht oder uneffizient machen. Da bin ich richtig elitär. Ich kann gar nicht anders. Ich kriege da ein nervöses Zucken. Also ich bin sehr für Leistung. Mehr noch, ich bin auch dafür, dass die materielle Rendite, also simpel gesagt das Einkommen, schon auch ein bisschen Differenzen in Leistung und Engagement widerspiegelt. Wenngleich ich nicht glaube, dass Geld ein besonderer Ansporn zu guter Leistung ist. Das ist ja auch so ein Mythos. Ein Ansporn zu guter Leistung ist, wenn man die Dinge macht, die einem wirklich wichtig sind, die einem auch Spaß machen, wo man in einen so einen Flow hineinkommt, wo man das Gefühl hat, man kann sich selbst und seine Talente entwickeln und weiterentwickeln. Und wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt Sinn macht und dass das keine sinnlosen Jobs sind, die man macht. Das spornt an, viel mehr als Geld. Und wenn man das Gefühl hat, man ist fehl am Platz, dann spornt einem das nicht so an. Wobei am ärgsten sind die Leute, die fehl am Platz sind, aber die das gar nicht einmal merken, die dieses Gefühl also dann nicht haben. Da sind wir wieder bei unserer Regierung. Aber dieses Sloganhafte und Propagandahafte von Leistung aus dem Mund von Leuten, bei denen kein Mensch weiß, was ihre spezielle Lebensleistung jetzt eigentlich ist, die einem, wenn sie einem überhaupt auffallen, ja dauernd nur als Minderleister auffallen. Also da kann man nur den Kopf schütteln. Es reicht, ich könnte ja noch stundenlang weiter sudern, ewiges Gesudere. Und ich bin ja eigentlich gar kein Suderant. Ich bin ja ein positiver Mensch. Anpacken, besser machen, das ist ja mein Lebensmotto. Das kam heute ein bisschen kurz, aber das darf es ja auch manchmal. Und außerdem gibt es ja diese Dialektik von Ärger und besser machen, weil irgendwann einmal wird der Ärger so groß sein, dass ganz viele Leute sich einen Ruck geben und anfangen, alle gemeinsam alles besser zu machen. So wird's kommen. Später halt. Nicht heute, um Gottes Willen, nicht heute. Heute sauf ich mich an. Aber Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Demnächst werde ich mich wieder etwas kürzer fassen. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr wieder schön posten da unten drunter. Herzen über mich. Das ist ja richtige Hetze, was ich da immer wieder lesen muss in den Posting-Foren. Und ich sag, das ist eine Entwicklung, die mich mit großer Sorge erfüllt. Wir bauen wieder enorme Feindbilder auf. Jetzt ist es halt der Miesig. Aber früher waren es andere, die da so verbrämt. So etwas hatten wir schon einmal. Und es hat zweimal in einem Krieg geendet. Nichts, was dumm genug wäre, dass es ungesagt bliebe. Und nicht bloß die ostentative Dummheit ist das Problem, sondern das gerissene, hinterfotzige, dass man glaubt, das Absurdeste noch sagen zu können, weil vielleicht nützt es einem. Ja, das ist ja nur die ärgerlichste Spielart des Unernsten. Aber es gibt ja noch so viele andere Spielarten, die tritt ja in den verschiedensten Betriebsmodi auf. Dieses Daherreden, auch die Ironie. Ich bin ja sehr für die Ironie. Aber auch der ironische Sound, dass man eh nie irgendetwas ernst meint, der ist auch unsere Dummheit. Unser aller Dummheit. Wohin ist er denn ausgewandert, der Ernst? In die Kunst? In die Literatur? Die Philosophie? Oder sich versteckt unterm Sofa? Aber heute kommt doch auch auf all diesen Feldern den meisten Menschen allein schon die Idee des Ernsthaften kurios vor. Unrealistisch. Des Ernsthaften als des wirklich Wichtigen, das einen Unterschied macht. Das einen Weg aufmacht, wenn es gesagt und getan wird und das einen Weg verschlossen lässt, wenn man es ungesagt und ungetan ließe. Ist ja alles im Grunde wurscht. Egal. Ja, man kann, aber man muss nicht. Was man tut, irgendwer hat es eh schon getan. Und was man sagt, irgendwer hat es eh schon gesagt. Und es macht ja alles im Grunde keinen Unterschied. Ja, der Ernst war manchmal bitter. Und der Unernst,
Das ist ein Bonbon mit Himbeergeschmack. Aber wenn man ewig dran lutscht, dann wird der auch fad. Und der Blödsinn ist ja nur so gesagt, darf man doch nicht ernst nehmen. Wie kann man das denn ernst nehmen? Was bist du denn für ein humorloser Kerl, dass du alles so ernst nimmst? Kommt's mir nicht deppert.